Die sogenannte Pisshecke. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal meine Kamera praktisch wechseln. Aber ist ja kein Problem. Strecke, die sie gewählt haben, auf jeden Fall. Komische Strecke, sage ich deswegen, weil es hier ziemlich eng ist alles. Ja? Das ist einfach nicht cool. Ja? Theoretisch, ich weiß ja nicht, wie ich den Anschluss da wieder kriegen soll. Eigentlich müsste ich in der Querstraße drin und dann, ja, weil in den Menschenmassen jetzt hier da mitlaufen. Nee, danke, du. Ist mir zu krass. Und unser strahlender Tod. Schnell voran gerade, muss ich mal so sagen. Ganz schön krass. Eigentlich ein schöner Hintergrund mit den alten Häusern jetzt hier. Weil ihr seht ja, das sind hier noch so ein paar alte, ja, nicht uralt, aber nein, das passt überhaupt nicht zusammen da, ja, dieser Baustil, aber das ist alles mal weggebombt worden. Früher in dem ekelhaften Krieg. Und das ist auf jeden Fall noch ein original getreues Ding, was stehen geblieben ist. Da haben sie sich nicht rangetraut oder haben es verfehlt, keine Ahnung. Man sieht aber, das Haus ist auf jeden Fall noch richtig gut alt. Und das ist schon wieder neuer. Und das aber da auch eben geradezu voll alt. Daneben ist ein Anbau. Da geht es dann da auch weiter mit hässlichen, ja, komischen Häusern, ihr seht es. Und das Ding haben sie auch neu gemacht, aber auf alt. Das ist krass, weil das hat übelst viel Geld gekostet. Ja, wo halb Deutschland über Berlin lacht. Ja, sag ich mal. Was geht ab, ey?
Hier habe ich meine Helfer, die einen hier abschotten. Da jetzt nicht weiter, hier ist alles dicht. Deswegen hier ist eigentlich richtig geil. Fett, Mann, fett, 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 fett. Und vor allen Dingen, das Krasse ist, die haben mir ja angesagt, dass das Wetter ja, dass es regnen sollte. Vor ein paar Tagen zumindest. Und heute ist zwar bewölkt, was richtig geil ist eigentlich bei so einer Party. Und 25 Grad oder sowas. Also richtig geil. Perfekt.
dann mitten drin. Eigentlich guck mal, wie voll das da ist und hier alles leer. Das ist mein Platz da. Eigentlich müsste man hier rein hin und da sich hinstellen. Ja, kick mal, jetzt wird es hier mal voller. Ich krieg die Krise. Der letzte Wagen jetzt hier, der inoffizielle Wagen praktisch.
und irgendwo musste man ja auch mal pinkeln gehen. Sorry dafür, aber wenigstens habe ich nicht an der Kirche gepinkelt. Und das haben ganz viele gemacht. Schön alt hier, diese richtig geile alte Ecke. Das ist, glaube ich, das Nikolaiviertel hier. Da mit dieser Kirche, da habe ich jetzt natürlich nicht gefilmt. Wie gesagt, wenn ihr das mal genauer sehen wollt, müsst ihr eine Berlin-Tour machen. So, und jetzt muss ich mal gucken, weil da oben erstmal, wenn ich da hochkomme, ich glaube, ich fahre jetzt da in die Richtung und dann irgendwie versuchen wir Anschluss zu kriegen. Bis gleich. Das ist eine ganz geile Ecke hier. Jetzt kriegt man, was hier steht. Bäm! Krass! Das ist wirklich fett. Das ist echt krass gemacht. Mit dem Drachen da, er kämpft praktisch irgendwie gegen so einen Drachen. Das kenne ich überhaupt noch nicht. Diesmal bin ich in Berlin, wisst ihr? Seit 20, 30 Jahren. Das Gebäude ist auch ganz schön krass. Guck mal da oben an diese Figuren. Wow. Geil. Das ist echt gut gemacht. Mega geil gemacht. Schaut mal an, ey. Wow. Das ist krass. Das ist ein richtiges Kunstwerk. Auf jeden Fall. Schau mal diese filigranen Schwanze. Mäßig. Die Adern auf dem Pferd. Seht ihr die Adern da? Krass gemacht, Alter. Das Ding ist richtig Hammer. Mein Fahrrad steht jetzt noch ein bisschen doof. So, da hinten, seht ihr das? Jawohl. Hier ist echt richtig krass. Und da ist eben dieses Spree. Und da machen wir hier eine richtige Sightseeing-Tour. Juhu! Geil. Da siehst du mal, die einen fahren mit dem Boot und die anderen feiern auf der Party. Geil. Da oben, da hinten müssen wir hin. Ja, jetzt zu meinem Fahrer zurück. Da steht nochmal KISS Berlin 1853. Ist das ein krasses Teil? Mega geil. Mega geil. Fahrrad steht noch. Das ist der Hammer. Überkrass. Überkrass gemacht. Auf dem Pferd geht man den Kopf an. Mega krass. Also, ich würde sagen, fast das ist die beste Statue in Berlin. Die habe ich noch nie gesehen. Ich weiß es nicht. So, weiß ich nicht, warum steht hier nichts dran? Ah, gut. Gut, weiter jetzt. Mega. Dieses Haus ist natürlich völlig, guckt euch mal diesen Kontrast an, wie bekloppt. Ja, ich weiß nicht, was das für Architekten sind. Auf jeden Fall hier eine krasse Ecke. Das Haus ist auch echt krass da. Wow. Geiles Ding. Gut, da haben wir unsere Freunde von der Drogenschmuggler-Verfolgung. Gut, ich muss jetzt da hin, sonst, weil das, ihr seht das, da sind die Polizisten schon wieder, das ist praktisch das Ende. Ja, und hier rüber schwimmen werde ich bestimmt nicht, also ich muss über die Brücke. Gut. Und jetzt seht ihr mal, was krass ist. Da schlafen sie. Das ist ein Kontrast. Das ist eben die traurige Seite von Berlin. Da oben ist das Partyleben. Die haben auch genug Geld alle. Aber die da unten nicht. Aber gut, sie haben wenigstens einen Schlafplatz. Überdacht. Ja, schon cool. Wir filmen noch mal ganz kurz hier rüber, wo ich gerade herkam. Aus dieser schönen Ecke. Hier. Ist natürlich blöd hier mit so einer Schmiererei dran. Boah, echt fett hier, Mann. Yep. Ja, hier voll am Ende.
ja, müssen wir jetzt irgendwie durch die Seitenstraße schlagen, weil ich bin hier echt voll am Ende. Echt krass. Nur noch kurz aus. Oh, der Hitzenkessel da vorne. Das ist natürlich hier alle voller Polizei. Darfst du doch ja nicht machen, glaube ich, wenn hier so. Ja, ich bin noch sehr weit entfernt von vorne, ist dann wieder vor. Das ist ja eine ganz dünne Straße, die sie da ausgewählt haben. Nicht so cool. Deswegen will ich mich da verziehen und dann von vorne versuchen, da reinzukommen. Bis gleich. Erster Wagen. Ich hab's ja geschafft. Durch drei Hinterstraßen gefahren und jetzt ja, sind wir wieder am Anfang. Am Anfang. Begleitet von unseren Freunden und Helfern. Schön krass. Ja, ich stehe natürlich hier wie so eine blöde Umzäunungsring rum. Aber hier ist mal nicht schön. Das ist praktisch jetzt noch die Ruhe vor dem Sturm.
Ja? Am Anfang? Ja, Union, jawohl. Da ist ganz schön leer und da hinten kommt dann die riesen Masse von Menschen. Das ist die mobile Jukebox. Juhu. Krass, Alter. Ich bin jetzt mal weiter vorgegangen. Also das ist immer noch der erste Wagen. Da vorne steht Polizei. Also ich weiß nicht, ob das hier zu Ende ist oder was. Jedenfalls dauert es ewig, bis diese anderen Wagen kommen. Ja, krass auf jeden Fall. Übelster Eindruck, die ganzen Menschen, Alter Schwede. Richtig krass. Richtig krass. Na, von da kommt die Musik. Na, ich bin jetzt wieder an meiner alten Stelle hier. Weil wie gesagt, hier dieser Schutzwall ist, das war mir jetzt gleich zu krass voll leiden. Das war echt überkrass. Man kam auch fast überhaupt nicht mehr durch mit dem Fahrrad. Trotzdem es jetzt so echt leer aussieht. Auch da so. Und die haben da auch wieder ihre eigene kleine Bassbox mitgebracht. So, und ich warte auf die nächsten Wagen. Also ich verstehe nicht, was da hinten los ist. Ich stehe jetzt bestimmt hier nach über eine halbe Stunde, als ob das da hinten, als ob die sich offen gelöst haben. Ja.